an Bahnhofstoilette, Sonntagmorgen um 4 Uhr, verätzt ist die Atemwege, kickt wie Klebstoff schnüffeln. Oh, oh, oh. So Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Ja, die beste Reihe, die wir so haben, sind Hater-Kommentare. Und bis jetzt haben wir immer irgendwelche anderen Bewertungen vorgelesen. Jetzt geht es diesmal um so Parfums. Und da hat sich unser Content-Redakteur mal die besten Kommentare von Parfumo rausgesucht. Und wir starten direkt. Bevor wir jetzt loslegen, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Das macht uns sehr, sehr glücklich. Und wir haben gesehen, dass über 80% der Leute, die unseren Kanal sehen, nicht folgen. Also, jetzt aktivieren und ein Abo da lassen. So, wir legen direkt los und wir haben von allen Düften so das Beste rausgesucht. Ich habe die Sache jetzt noch nicht gelesen, ich werde es jetzt das erste Mal vorlesen. Und wir haben als erstes The Arabian King. Ein sehr kontroverses Parfum. Ja, Arabian King, manche lieben es, manche hassen es. Wir gehen einmal rein. Das ist der erste von unserem Freund Mafuso. Hat bis jetzt 8 Rezensionen geschrieben und hat Xerchow als Titelbild. Arabian was? Das ist mein erster Duft von Marc Gebauer. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich aufgeregt auf meine Probe gewartet habe. Ach, der war ein Probenkäufer, okay. Gestern war es nun soweit, ich sprühte es direkt auf mein Handgelenk und war zuerst erschrocken. Für mich am Anfang ein sehr unangenehmer Duft. Irgendwie hatte ich sofort den Gedanken an Bahnhofstoilette, Sonntagmorgen um 4 Uhr. What the fuck, Alter, was ging hier ab? Ich bin mir nicht sicher, was es genau für ein Inhaltsstoff ist, der für mich nach Urin oder auch nach Urin getränktes Heu ist. Ich denke, es ist der Oud. Das Oud, okay. Bisher habe ich einige Düfte mit Oud gehabt. Wahrscheinlich ist der hier höher konzentriert. Nun gut, nach 30 Minuten gefiel der Duft mir schon um einiges mehr. Allerdings für mich auch nichts Besonderes. Also Mafuso, ich sag mal so, wenn er es als erst danach gerochen hat, dann ist schon was Besonderes. Also ich habe bis jetzt noch keinen Duft gehabt, der nach Urin riecht. Aber passt bei diesen Proben auf. Ne? Wir bieten auch Abfüllungen an, das Testset. 5 ml für jeden, könnt ihr alle unsere Düfte mal ausprobieren. Ich habe da schon diverse Stories gehört, wenn da ihr euch von Tauschforen oder sonst irgendwas holt, muss man halt immer sehen. Ne? Ich kann sagen, wenn wir euch Abfüllungen schicken, dann halt ist es der Duft auch unverdünnt. Da ist es dann nicht was beigemischt oder ja. Aber von daher, heftige Rezension. Wir machen direkt weiter. Von Genesis666 und er ist, ich glaube, er ist nicht so begeistert. Auch Arabian King. Stechend, süß, synthetisch, riecht für mich wie eine Mischung aus Argento, Oud for Greatness. Ich finde, mag echt super, aber der Duft ist in meinen Augen eine absolute Katastrophe. Diese Mischung aus Duschgel-Vibe und synthetischer Orientalik ist wirklich furchtbar. Ich bin ein großer Fan von Air Tiger, aber der hier zählt für mich zu den schlimmsten Düften, die ich je gerochen habe und das zu dem Preis. Uff. Also, das ist so unterschiedlich, können die Leute das wahrnehmen, ne? Wahnsinn. Also, was soll ich sagen? Also, Duschgel-Vibes finde ich jetzt da eigentlich null, aber gut, dann Genesis. Bleibt bei Air Tiger. Wir machen weiter mit Berserker. Jetzt Berserker, Berserker, da glaube ich, oh, oh, oh. Duft 0, hat er geschrieben. Das ist natürlich hart. Duft 0. EN8 Riviera schreibt, kein Berserker, eher ein synthetisch süßer Plastik-Alien aus dem All, der jahrelang in einem sterilen Vakuum gefangen war und grüne Gummibärchen aß. Hä? Das verstehe ich nicht. Also das ist alles andere als Synthetik da drin. Tectum mit 3. Also 0 ist schon hart. Ja, du hast die Ehre dieses Duftes genommen. Du, fange ich gleich an zu weinen. Tectum schreibt, an Saunastein geleckt und dabei die Zunge verbrannt. Im Grund lecker, aber viel zu intensiv und künstlich. Leider nichts für mich. Also irgendwie, ich sag euch eine Sache. Ich glaube, ich gebe das bald auf mit diesen intensiven Düften. Jeder Duft, den wir haben, der geringste ist Air Tiger mit 25%. Alle anderen sind höher dosiert. Und ich glaube, die Leute, die checken das einfach nicht. Ich glaube, ich muss aufhören. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich ab jetzt einfach nur noch Parfums machen soll mit 12% Duftölanteil. Was für eine Schande, ey. Mücke Berlin. Wer nach Medizin und Apotheke riechen will, ist hier genau richtig. Im Dry Dawn kommt dann noch Nadelwald dazu. Riesenenttäuschung zu Berserker. Ja. Also muss man akzeptieren, ne? Was soll ich sagen? Was soll ich dazu sagen? Eine Riesenenttäuschung. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Jetzt gucken wir mal rein. Was haben wir von Air Tiger? Air Tiger, Duft 1, Haltbarkeit 10, Silage 9, Flakon 2. Sehr kritische Wertung, würde ich sagen. Wir gehen mal rein. Der Schnüffelo. Noch Parfum oder schon eine chemische Waffe? Gallig, säuerlich, beißend,
verätzt es die Atemwege, kickt wie Klebstoffschnüffeln Freiwillige vor. Alter, übertreibt man nicht. Was geht mit den Leuten ab? Also, ich meine, übertreibt man nicht. Also, erstmal ist mein Lieblingsduft, okay, sei mal dahingestellt, aber das ist schon eine Bewertung, die jetzt, also sorry, aber das ist, finde ich, das ist ein bisschen zu krass. Also, übertreibt man nicht. Jetzt machen wir weiter mit, ach so, geht ja noch weiter, genau. Ein Wort untragbar, Don Carlo, auch noch zu Erteiger. Beißend, stechend und nervend hängt der Duft in der Nasenschleimhaut. Den Duft muss man erstmal abwaschen zu bekommen. Hör mal, ey, was ist los mit euch? Also, nach dem Video meine Verkaufszahlen so. Ey, wir müssen eigentlich andersrum das Video machen. Wir müssen eigentlich machen, wie positiv die Leute sind. Warum machen wir das immer negativ? Ey, jo, 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 jo. Ach, Migo 7. Puh, das zieht mir ja die Äste aus den Lungen, so stechend. Fair to say, ich mag Gebauer generell nicht. Passt hier nicht, bleib bei deinen Uhren und Co. Ja, gut, das hat man immer, ne? Achtung, waffenscheinpflichtig. 2,5 hat er abgegeben. Alter Falter, was habe ich meiner Nase angetan? Gute Sache drin, klar, aber definitiv zu viel des Guten. Old Flamingo kann eigentlich gar nicht schlecht bewertet sein. Das ist unser Topseller. Das hat dieses Jahr sogar Naxos überholt. Das kann nichts Schlechtes sein. Stay Fly 305. Duft 0,5. Wenn ich das schon lese, 0,5. Welcher Penner rated Orange Flamingo 0,5? Sorry, dass ich ausfallend geworden bin. Riecht 1 zu 1 nach Omas Bettlaken, frisch gewaschen auf der Terrasse. Ich rieche 5711 plus Waschpulver. Ist das sexy? Absolut nicht, gar nicht. Stay Fly. Kauf meine Produkte nicht, okay? Kauf sie einfach nicht. Weiter geht's. Orange Flamingo. Duft 2. Alter, was sind das? Wir müssen ein Video machen andersrum. Das kann doch nicht sein. Immer reden wir negativ, negativ. Das kann doch nicht sein. Es gibt 100 positive Nachrichten. Was ist das für ein Video? Warum habe ich mich überhaupt auf dieses Format eingelassen? Das macht doch gar keinen Sinn. Mr. U92, auch Orange Flamingo, hat Duftnote 2 gegeben. Hätte auch Orange per Woll heißen können. Meiner Meinung nach zu viel Hype um nichts. Riecht 1 zu 1 wie Weichspüler mit Orange drin. Schade. Ja, okay, gut, okay, kein Problem. Ziggy hat 3 bewertet. So riecht eine Tante, die einem Kind einen ungewollten Schmatzer gegeben hat. Blumenladen voll auf die 12. Viel zu altbacken, Frau ab 60, okay. Guck mal, das ist das jüngste Parfum, das ist das kommerziellste Parfum. Das tragen junge Leute. Was ist das? So, jetzt die letzte auch 3. Orange Flamingo. Mabi. Weiblich. Die Orange im Opening rettet ihn vor einer noch schlechteren Bewertung. Persilpulver zum Sprühen mit Weichspüler. 8,1 Bewertung. Ehrlich jetzt? Ja, ehrlich, ehrlich. Das ist ein Topseller. Das ist ein Topseller, ein Topduft. Ja, Leute, ich hoffe, wir haben euch heiß gemacht auf unsere Düfte. Falls ihr die mal testen wollt und mal erfahren wollt, wie schlecht sie denn wirklich sind, dann checkt das Testset aus. Dort könnt ihr alle 4 Düfte für 75 € testen, 5 ml. Aus einem Sprayer bekommt man 100 Sprühe raus. Also sollte es für mehrere Tage auf jeden Fall reichen. Mir hat das Video jetzt nicht so viel Spaß gemacht, aber muss anscheinend mal sein. Also bis dann, ciao, ciao.